willkommen zu dieser neuen Folge. Freitagmorgen, ich habe noch die 716, die Planierraupe, geladen. Sorry, ich bin schon wieder müde. Das gibt's doch gar nicht. Geht wieder rüber nach Rodenbach, wo Walze steht. Und dann fahre ich raus nach Mannheim, hol den R922, der soll hierher auf den Hof. Dann fahre ich nach Ludwigshafen. Den Radlader, welcher weiß ich nicht, ich denke ein L566 wird da stehen. Den bringe ich nach Weilerbach ins Hospital und der L566 im Hospital, den lade ich direkt wieder und bringe den auch hierher. Das ist mein Tag heute. Jo, ne? Gucken, was so geht. Gut. Der zweite Parkplatz hier vorne ist auch frei. So vorne, wo das graue Auto steht. Am Transit. Da muss ich jetzt gleich links rein. Wie gesagt, das Gute ist, der steht auf dem ersten Parkplatz hier. Den passt. So. Es hat geklappt. Wir gucken, hier sprang eine Katze eben zwischen meine Beine, zwischen meine Reifen rum. Aber ich glaube, ich habe die wegrennen sehen. Gebaut. Kindertagesstätte sogar lese ich gerade. Schritt. Aufsetzen.
aus, ist Franjo. Ich will keine später machen, ich rausstehe, ne? Egal. Ich weiß ja nicht, ob da heute steht, davon aus, dass heute jemand kommt. Es waren 7:15, es ist keiner da, also ich mach's mal zu. Fischer in Fischer. So, sorry. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich direkt durch die Stadt gefahren. Ja. Kommt wieder dieser super geile Kreisel, der Mazo. Hast es, wenn ich hier irgendwo durchfahren muss und es ist alles zugeparkt. Zugeparkt. Ja, nicht wirklich, aber es ist halt. Stehen halt rechts und links Autos. So, ich muss jetzt hier vorne rein. Ich hoffe mal, dass das stimmt. So, aua. Das meine ich mit dem Geisel. Ich hoffe, wir sind hier in dem Loch fertig, weil ey, ich hab echt keinen Bock mehr, jedes Mal mit meinem Chair, meine ich den Karre in den enge Gasse hier rumzurutschen. Wartet auf mich. Gut. Ah, der Bagger steht da vorne. Gut. Ich sehe ihn. Das weiße Auto, ne, steht natürlich wieder perfekt hier. Ne? Aber ich werd sowieso seitlich laden müssen. Gehe stark davon aus. Sitzt da hinten drin. Das Auto steht auch noch hier. Alter. Ja, ich werde dann hier seitlich drauf fahren müssen. Anders der wird es nicht gehen. So, wo ist denn der Hänger da hinten dran? Der Hänger ist weg. Das ist doch alles Schrott hier. Das ist doch echt wieder alles. Alles zu hier, ne?
Lang rum, dann nehmen wir den Bagger mit heim. Komm, schalt doch einen Gang, schalt einen Gang runter jetzt. Der rollt im 11. Gang hier. Das ist furchtbar. Bremswirkung Motor gleich 0. Hier reingefahren. Ne? Ich habe gerade den Zaun gestriffen. 100 Mal hier reingefahren und Katastrophe. So, ob ich da hier noch drehen kann. Ich bin natürlich recht. Fast nicht, ne?
gar nicht richtig drin hier, diese Aufwärtskultur. Hier mit den Haken. Das hat nicht richtig gepasst. Kommt manchmal vor, dass er nicht ganz drin ist. Und trotzdem reicht's. ja, so. Minuten vor 12 könnte passen alles. Gegen 12 soll ich hier sein auf der Baustelle. Gute 10 Uhr, sorry. Bin schon wieder müde. Gute 10 Minuten fahre ich noch. Bescheiden. So. Ob ich hier noch rum? Das reicht hier hin und vorne nicht, ne? Das reicht hier hin und vorne nicht. Warum mache ich denn so einen Scheiß hier? Reicht mir hier hin und vorne nicht, ne? Komm hier nicht an das Schild dran. Das reicht mir hier hin und vorne nicht, ne? Ne, junge Dame, fährt auch weg, das ist gut, dann kann ich hier ausscheren.
hier rauskomme, wenn das jetzt ohne Zus Einbahnstraße ist. Wie komme ich hier raus, wenn das ohne Zus Einbahnstraße ist? Das ist doch alles wieder. Ich glaube, ich muss hochheben. Rückwärts wieder raus. Müsste ich rückwärts wieder raus. Reicht das hochheben? Oh, scheint.
Nee. Das Gebäude, wo gerade diese Glasfassade angebracht wird. Ich weiß nicht mehr, ob ich das schon mal gesagt habe. Das Gebäude macht keinen Sinn. Es ist nur dazu da, um verschiedene Innengestaltungen, Außengestaltungen, nur dazu ist dieses Gebäude da. Da werden irgendwelche Probezimmer oder Probefassaden. Weißt du? Naja, was? Aber wir haben es ja. Okay. Gesperrt. Das muss ich machen.
weil wenn ich den nicht sperre und dann den Hebel betätige und dann lenken die Achsen hin mit, dann muss ich die Hähne, muss ich diesen einen Knopf drücken und den Hebel auch rein drücken und dann gehen die Bolzen auf. Die sind jetzt auf da unten. Mache ich die Hähne wieder zurück, dass sie nicht von selbst zugehen und dann lasse ich einfach ab. Ziehe ich den grauen Hebel. Grau ist immer vorne, orange sind immer die Achse hin. Lege ich den einfach ab hier. Könnte laut werden. So, die beiden Hähne sind für die Rot, rot ist die Abschlitzung. Fahre ich dann noch raus. Eine Druck frei, dann hat der hier, ja, normalerweise stehen die Hähne gerade, zweitens, weil ich die Bolzen geöffnet habe, dazu muss ich beide drücken, den Hebel, geht nicht, ich hoffe, man kann das sehen, auf jeden Fall beide drücken und den Hebel nach vorne, und dann ist das hier Druck frei. Weiblich. Und jetzt noch drüben. Andere Seite Licht und Luft weg und dann haben wir vorher. Natürlich habe ich das gesehen, dass das hier so knapp vorbeiging. Mann. Alles. Zu, vor und zurück, den, jetzt muss ich den Hebel ziehen, den hier, ziehen,
Bolzen zu. Ich hebe wieder in Fahrstellung. Und jetzt mache ich die Lenkung wieder auf hin. So. Dann mache ich einmal Fahrertür auf. Elektronische Bremse. Achtung, hinhören. Bremse zu an der Zugmaschine. Dann drücke ich einmal hier drauf, dass das angeht. Drücke einmal nach unten. Dann geht das Radio in Fahrstellung. Bin schon wieder viel zu hektisch, oder? So, steht mir hier noch ein bisschen an. Dann wieder Licht und Luft. Guck noch hier. Dass die Handbremse zu ist, logischerweise. Zurück. Und so. Moment, fällt gerade aus dem Auto. Absatteln. So rum. Ich lege immer zuerst durch die Holzunde. Muss man nicht machen, kann man machen. Ich mach's einfach. Und zwar so. Und die mal rüber, machen die Sattelplatte auf. Augenblick. Oh, was ist eine Plinnerei. Und hier den Arretier. Ich weiß nicht, wie es heißt. Den hoch. Hebel von der Sattelplatte nach rechts ziehen und bitte. Das ist gut, wenn du ein bisschen Körpergewicht hast. So, dann einfach vorne wieder drauf, den einfach ziehen, das Beck legt sich auf. Ich lasse jetzt immer noch ein bisschen Luft raus, Augenblick. Geht sofort los, wird das. Der Hebel ziehen, weiter ziehen, irgendwann. Rückseite frei, Rückseite. Spaß. Machen wir die Klappe wieder zu. Die Leiter auf. Jetzt ein kleines Stück davor, Moment.
gucken, dass die Schuhe hier wieder ein bisschen. Einmal. Wir sind gar nicht ganz bei. Es gibt jetzt eh, wenn ich das Bett anhebe, gibt es jetzt eh einen Schlag. Jetzt muss ich erst die Pumpe anmachen. Also. Diese Hähne, wenn die Hähne oben sind, ist offen. Diese Hähne sind dafür, dass das Hydrauliköl Öl im Kreislauf quasi zwischen Hals und Zugmaschine laufen kann. Diese beiden Hähne sind für die Zylinder orange, wie beim Echse auch. Hinterachsen, grau, Vorderachsen. Aber grau braucht man eigentlich nur zu öffnen, wenn das Dolly dran ist. Ja, also geht auch so, ist auch jetzt egal, welchen Hebel ich nehme. Ich kann mit dem Hebel, hebt er an, und ich kann mit dem Hebel. Das ist jetzt egal, das ist nur wichtig beim Dolly. Hast du dann rechts und links. Und wie gesagt, die Hähne sind zu. Ich hebe jetzt hoch. Ich drücke den. Hoch runter. Dann hebe ich immer hinten, drück ich beide gleichzeitig. Das sieht man mal auch. Der hier ist für Fahrtrichtung rechts. Und der hier ist für Fahrtrichtung links. Und egal wie, drücken bis hoch. Und ziehen bis abwärts. So. Das lasse ich jetzt so. Fahre hier noch rüber in die Werkstatt. Vor die Werkstatt. Mein Holz noch raus da unten. Mein Brett vom Kopf. Kann man jetzt hier schön sehen. Der Schuh steht nicht gerade drin. Das ist das, wenn es dann unterwegs mal richtig knallt. Und dann stellt der sich gerade. Gut. Lenkungsdruck haben wir noch. Mache ich ebenfalls wie beim Dreieckset. Drücke hier beide und muss diesen kleinen Stummel ziehen. Den muss ich nach unten ziehen. Und so baue ich Lenkdruck auf. Und natürlich müssen diese beiden Hähne zu sein. Um Lenkdruck abzubauen, mache ich diese hoch, drücke diese beiden und ziehe dann auch einfach runter. So, das lassen wir alles. Fahrstellung sieht so aus. Der hier muss auch nur geöffnet sein, wenn der Dolly dran ist. Wenn ich den jetzt, wobei ich habe hier zu, wenn ich den jetzt öffne, müsste sich das Bett senken. Müsste. Nee, macht's doch nicht. Okay. Seht ihr, so viel Ahnung habe ich dann doch nicht. So, haben wir schnell rüber. Laden den noch. So, alles fertig. Geht für mich ins Pfingstwochenende. Habe ich alles. Hoffe doch. Vielen Dank fürs Zusehen. Jo, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Ich bin gerade fertig jetzt heute Abend. Ey. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Nach Hause und direkt ins Bett. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Ciao.